Berlin. Hier wohnt Leon Schwarzbaum, geboren am 20. Februar 1921, vor 100 Jahren. Heute ist ein besonderer Tag für Henry, wie ihn seine Freunde nennen. Empfang beim Bundespräsidenten nur für ihn allein. Henry, der Überlebenskünstler, auf dem Weg ins Schloss Bellevue. Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben. Leon liebt dieses Lied. Und den jüdischen Sänger Josef Schmidt. Goldige Stimme gehabt. Mhm. Der Präsident wird sich vielleicht an das Lied auch erinnern. Weißt du? Ja. Der war auch der Lieblingssänger meiner Eltern. Ach, Herr Präsident. Ich freue mich, Sie zu sehen. Wir dürfen uns leider nicht die Hand geben. Nein, nein. Es berührt mich wirklich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Leon Schwarzbaum hat unvorstellbares Grauen erlebt. Ausgrenzung, Schläge, Gewalt, Willkür, Hunger, das Ghetto. Seine Eltern sind in Auschwitz ermordet worden. Er ist der einzige Überlebende seiner Familie und begeht jetzt seinen 100. Geburtstag. Leon Schwarzbaum lebt in seinem eigenen Haus in West-Berlin. Seine Frau starb vor einigen Jahren. Versorgt wird er von Freunden und einer Pflegekraft. Gäste bewirtet er allein. Den Kaffee macht er selbst. Im Wohnzimmer empfängt Leon seine Besucher, blickt für Bild bei Marmorkuchen mit Schlagsahne und frisch gebrühtem Kaffee auf sein langes Leben zurück. Ich bin in Hamburg geboren, Hamburg-Altona. Da hatte mein Vater ein Geschäft in Hamburg. Und meine Mutter wollte zu ihrer Familie nach Hause, nach Polen. Da sind sie eines Tages tatsächlich nach Polen gefahren, mit mir zusammen. Nach Będzin, das ist Oberschlesien, in der Nähe von Katowice. Eine kleine Stadt, die war bewohnt hauptsächlich mit Juden. Da war ich damals 4 Jahre alt. Es war eine glückliche Kindheit in der Familie. Im Haus in Benzin lebte Leon zusammen mit der Oma, seiner Mutter und Vater Josef, einem Bettenfabrikanten. Hier habe ich gewohnt in einem Zimmer. Wir haben Daunendecken und Steppdecken hergestellt. Und wir haben sie geliefert nach Katowice. Das Katowice war ungefähr 20, 30 Kilometer entfernt. Und hier konnte ich durch den Garten, durch das Haus gehen. Da war ich in der Schule. Eine wunderbar eingerichtete Schule. Hier habe ich Abitur gemacht. Das war meine Klasse. Mit 18 Jahren machte Leon seinen Abschluss. Es ist das Jahr des deutschen Überfalls auf Polen. 1939. Kurz danach, nachdem ich Abitur gemacht habe und erhalten habe, ist der Krieg ausgebrochen. Leons Heimatstadt wird besetzt von den Deutschen. Juden werden verfolgt, ermordet. Auch die Synagoge in Benzin geht in Flammen auf. Das Erste, was sie genommen haben, war die Synagoge.
und haben Granaten reingeschmissen. Und die Tora, die da drin war, die ist dann gerettet worden. Der Kirchenmann von Benjin, von der christlichen Gemeinde, hat Menschen auch gerettet in der Zeit. Mit dieser Tora habe ich die Bar Mitzwa gelesen. Man kann, muss sich vorstellen, wie lange der Schreiber mit der Hand das geschrieben hat. Die Verfolgung der Juden und der Polen wird immer gnadenloser. Täglich gibt es neue Verordnungen, was Juden verboten wird. Kinos, Schulen, Parks. Sie werden zur Zwangsarbeit abkommandiert. Pure Schikane. 1940 errichten die Deutschen das Ghetto. Auch Leons Familie wird umgesiedelt. Gestapo kam und hat uns rausgesetzt und gesagt und befohlen, da und da hinzuziehen. Wir haben so einen kleinen Wagen gemietet und haben die Sachen in das Ghetto rüber geschafft. 1943, das Ghetto wird geräumt. Hitlers Endlösung ist in Bensin angekommen und erreicht auch Leons Familie. Und das eines Morgens klopft es an die Tür. Raus, 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 raus. Das ging alles blitzschnell. So, dass man überhaupt keine Zeit hatte, sich überhaupt zu sammeln. Wenn man morgens geweckt wird und gleich nackt und barfuß aus dem Haus getrieben wird. Und dann hat man uns auf einen Sammelplatz geführt. Und da hat man uns getrennt. Mich von meinen Eltern hat man getrennt. Ja, meine Mutter hat noch einen Blick geworfen. Das war das letzte Mal. Der ganze Transport ist zur Vernichtung gegangen. Das ganze Ghetto weinte. Und als ich dieses Elend sah, da habe ich mir gedacht, das Leben für mich keine Bedeutung mehr. Ich wollte mir das Leben nehmen, aber ich habe nicht den Mut gehabt, mir das Leben zu nehmen. Von jetzt an ist Leon umgeben von Mord und Gewalt, von der Barbarei der Deutschen. Als man mich da abgeführt hat, zu dem Sammelplatz, da stand ich neben einem Offizier. Und der Offizier hielt ein Mädchen fest. Er nahm das Mädchen an den Haaren, zog es hoch, zog seine Pistole und hat sie erschossen. Das Mädchen war sofort tot. Sie zitterte ein bisschen so. Und ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, wie man einen Menschen erschießt, einen Menschen totschießt. Etwa eine Woche später ist auch Leon dran. Sie holen ihn, stecken ihn wie Vieh in einen Güterzug, deportieren ihn nach Auschwitz. Ist man in einem überfüllten Zug ist man nach Auschwitz gefahren worden. In der Ecke war ein Kiebel, da konnte man Notdurft erledigen. Zu essen oder zu trinken haben sie einem nicht gegeben. In Auschwitz wird aus dem Fabrikantensohn Leon Schwarzbaum eine namenlose Nummer. An dem Tag, wie ich angekommen bin, vor der Baracke stand und mir der eine Häftling die Nummer eingraviert hat, hier in meine Hand reingestochen hat, 132.000.
624, das war mein Name. Ich hatte keinen Namen mehr, Schwarzbaum, ich habe nur eine Nummer. Das war mein Name. Was Leon nie vergessen wird, der Geruch von Auschwitz. Das roch entsetzlich. Die Schornsteine, die rauchten ja ununterbrochen. Und das haben wir gesehen und das haben wir gerochen. Der Geruch war entsetzlich. So süß-sauer. Da war alles verseucht, die ganze Erde war da schon durchtränkt. Leon überlebt, weil er als Läufer für den Lagerältesten arbeitet. Er meldet, wenn ein SS-Mann zu den Baracken kommt. Er sieht das Grauen, die Gaskammern, die Leichenberge. Es ist vorgekommen, dass es Kinder sich versteckt haben unter den Leichen und sind so davongekommen. Ja. Leon wird Zeuge, wie Häftlinge in Auschwitz ihre Qualen beenden wollen, im Hochspannungsstacheldraht. Es gab viele Menschen, die sich das Leben genommen haben. Die Menschen, die hingen in den Drähten, so sahen die Toten aus, die im Draht waren. So wie ich Ihnen jetzt zeige. Die haben sich umgebracht. Ja. Ich habe nicht geglaubt, dass ich dieses Martyrium überlebe. Doch Leon, damals 22 Jahre jung, ist stark. Er kommt zur Zwangsarbeit. Eines Tages kamen nach Auschwitz Siemens-Leute. Die suchten Schlosser und Techniker und. Ich habe mich gemeldet und bin genommen worden. Leon ist nun ein Siemens-Häftling im Außenlager Bobrek bei Auschwitz. Die Pritschen bzw. die Betten der Häftlinge, die waren so wie in Auschwitz, nicht anders. Wir hatten nur wenige Angst, weil sie sich um uns gekümmert haben. Die haben nicht erlaubt, dass die SS-Leute das Sagen in der Halle haben. Die durften da nicht mitreden. Eine von Leons Aufgaben, die Sprengung der Schornsteine in der Siemens-Fabrik. Denn alliierte Bomber rücken schon näher, könnten die Schornsteine anvisieren. Die haben Angst gehabt, dass die Amerikaner die Fabrik bombardieren. Die flogen über uns hinweg. Wir dachten, lass uns doch reinknallen, reinbomben. Das haben sie nicht gemacht. Erst im Januar 1945 rückt die Ostfront so nahe, dass Siemens seine Zwangsarbeiter Richtung Westen verlegt. Einen Tag vor der Befreiung von Auschwitz muss Leon das Lager verlassen. Er wird auf seinen ersten Todesmarsch geschickt, 50 Kilometer bis nach Gleiwitz. Nach Gleiwitz sind wir zu Fuß gelaufen. Zu Fuß. In Gleiwitz waren wir auf dem. So eine Rampe war das da. Und da haben wir gewartet. Nichts gegessen, tagelang nichts gegessen. Nichts. Die haben uns nichts gegeben. Da haben sie nichts gehabt. Die waren ja genauso auf den Todesmarsch wie wir. Von Gleiwitz geht es weiter mit dem Zug. Die Nazi-Führung verschleppt die Siemens-Häftlinge, die vorrückenden Russen im Nacken. Für Leon geht es über Prag und Eger nach Westen ins KZ Buchenwald vor den Toren von Weimar. In Buchenwald kamen wir da in das kleine Lager und die kamen rein und da sah ich meinen besten Freund in dem Kommando. Und da habe ich ihm meine Arbeit gegeben. Das hat ihm geholfen auch. Man war immer bereit, Menschen zu helfen. Am 20. Februar 1945, an seinem 24. Geburtstag, geht es für Leon weiter nach Berlin-Siemensstadt. Kriegswichtige Produktion im fast schon verlorenen Krieg.
Hier sind wir in der Sinnenstadt, da wo unser Lager war. Daneben war unser Lager. Die Schienen erinnern mich an die Zeit des Krieges, als ich hier im Lager war und wir hier zum Abtragen von Lebensmitteln von Waggons gebracht wurden. Wir waren zufrieden, dass wir wieder weg sind vom großen Konzentrationslager. Wir haben gewusst, dass die uns so hier in Berlin sich um uns kümmern, nicht? Siemens Leute. Es war schon gar nicht möglich, richtig zu arbeiten. Berlin war schon unter Bomben. Ich bin verschüttet worden durch die Bomben, die hier die Amerikaner und Engländer losgelassen haben. Da ist eine Bombe in meinen Unterstand reingekommen. Und ich habe Glück gehabt, dass ich nicht verletzt wurde. Von beiden Seiten waren die Eingänge verschüttet. Und dann habe ich nach oben geguckt und dann habe ich Licht gesehen, ein Strahl. Und dann haben wir mit den Händen gebuddelt. Und dann sind wir rausgekommen. Ihr seid dann hier von Berlin nochmal in den Norden Berlins gefahren. Wo seid ihr hingefahren? Wir sind bis Bernau gefahren mit der S-Bahn. Und da sind auch Privatleute da mitgefahren. Bürger von Berlin sind da mitgefahren. Und sie haben Angst gehabt, wie sie uns gesehen haben. Und die SS mit Karabinern und Maschinenpistolen. Da haben sie weggeguckt. Ja. Es ist April 1945. Das Dritte Reich steht kurz vor dem Ende. Leon landet ganz zum Schluss im KZ Sachsenhausen. Von hier wird er auf seinen letzten Todesmarsch geschickt. 33.000 Häftlinge schleppen sich zu Fuß von Sachsenhausen Richtung Schwerin, fast 200 Kilometer. Unterwegs haben sie Menschen erschossen. Der nicht laufen konnte und sich hingesetzt hat, der wurde erschossen. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Tagelang. Wir haben ja nur Gras gefressen und Bäume, da Blätter gefressen und sowas. Es sind amerikanische Truppen, die Leon nicht weit von Schwerin befreien. Auf einmal sehe ich, ein Amerikaner kommt aus dem Wald raus. Dann sind wir ihm um den Hals gefallen. Er kehrt nach Berlin zurück, heiratet. Kinder hat er nie. Er wird Antiquitätenhändler mit einem Laden nahe dem Kudamm. Ein gutes Leben, sagt er. Doch Auschwitz und der Holocaust lassen ihn niemals los. Lange schweigt er über die Verbrechen. Ich konnte lange nicht über Auschwitz sprechen. Ich habe lange nicht gesprochen. Weil ich wollte leben, ich wollte was vom Leben haben. Ich wollte tanzen gehen, wollte ins Kino gehen, wollte ins Theater gehen. Erst vor 10 Jahren, als fast 90-Jähriger, beginnt Leon mit Vorträgen vor Schülern. Freude macht mir das, in die Schule zu gehen, in der Schule erzählen, den jungen Leuten erzählen, was ich erlebt habe. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Ich mache das für meine Freunde, die nicht überlebt haben, die umgekommen sind, die verreckt sind im Lager. Und ich tue das für meine Eltern. Ich tue das auch für mein Volk. Aber vergeben tue ich nicht. Die Verbrechen waren ja so schlimm, dass ich keine Vergebung bereit bin zu geben. Siemens hat eine Geldentschädigung gegeben, ja. Ich kann mich erinnern, das waren ungefähr
7.000 oder 9.000 Mark. Mark. Das ist eine gewisse Genugtuung für mich, dass man sich daran bekennt. Das Geheimnis der Erlösung heißt die Erinnerung. Das ist das Wenigste, wenigstens, was man haben muss. Ich vermisse meine Familie, die ermordet wurde. Die vermisse ich sehr. Ich bin der Einzige der großen Familie, die überlebt hat. Ich erlebe das sehr tief, möchte ich sagen. Erstens leide ich furchtbar darunter, dass meine Eltern nicht mehr leben. Die fehlen mir. Und zweitens verstehe ich nicht, warum Menschen so sein können. So antisemitisch, ohne Grund, ohne einen zu kennen, so zu sein. Als ich im Lager war in Auschwitz, habe ich nicht geglaubt, dass ich aus dem Schlamassel rauskomme. Aber dass ich 100 Jahre alt werde, das habe ich nicht gedacht. Das ist heute Verantwortung, das ist Verpflichtung für uns. Verpflichtung nämlich jeder neuen Form der Ausgrenzung des Rassismus und des Antisemitismus entgegenzutreten. Es war ein gutes Gespräch mit dem Präsidenten, ja. Und ich habe Hoffnung. Hallo.